Herzlich willkommen bei World of Warcraft. Mists of Pandaria ist endlich da und wie angekündigt werde ich mir das Starkgebiet der Pandaren vornehmen, ganz klar. Ich habe schon mal, hier ist schon mal, ne, Pandaren ist hier schon mal ausgewählt. Wir nehmen natürlich einen weiblichen Pandaren, ist ganz klar. Und wir spielen einen Mönch. Ja, so sieht das aus hier. Hat sich alles ein bisschen verändert. Das ist jetzt hier in der Reihe. Ja, wollen wir mal gucken. Bei mehr Infos gibt es jetzt hier. Schauen wir mal. Die Pandaren. Okay, was haben wir denn hier? Kann der Horde oder Allianz beitreten? Kann Feinde mit einer Handberührung in Schlaf versetzen? Innerer Friede bedeutet, dass der Ruhebonus länger erhalten bleibt. Erhöhte Boni durch das Verzehren von Speisen, erhöhte Kochfähigkeit, gut gepolstert und erleidet daher weniger Fallschaden. Ja, gut gepolstert sieht die Gute hier schon aus. Was haben wir hier noch? Ionenlang von Nebeln verborgen, blieb das uralte Reich Pandaria von Kriegen verschont. Nun, da es wiederentdeckt wurde, brechen viele Helden des Pandarenvolkes in die Welt auf und schließen sich der Allianz oder Horde an. Die abenteuerlustigen Pandaren stammen von den wandernden Inseln, einem mysteriösen Land, das sowohl vom Rest Azeroths als auch von Pandaria getrennt ist. So, und hier haben wir noch ein paar Infos zum Mönch. Als Rolle kann der übernehmen Schutz, Heilung oder Schaden. Er kann Leder tragen, Meister der Kampfkünste, kann sich schnell über das Schlachtfeld bewegen und Schaden vermeiden, kanalisiert Chi-Energie und hält die Mächte des Lichts und der Dunkelheit im Gleichgewicht. Und noch ein bisschen Text, was haben wir hier? Die einstigen Mönche Pandarias entwickelten ihre Kampfkunst, um ihre damaligen Unterdrücker zu bekämpfen. Nun haben die neu entdeckten Pandaren begonnen, ihre monastischen Lehren den anderen Völkern Azeroths näher zu bringen. Mönche sind für ihre Kampfkünste bekannt, ihre Fähigkeit, sich allein auf ihre bloßen Hände und Füße als Waffen verlassen zu können. Heilende Mönche sind in traditioneller Medizin geschult und werden oft zu spirituellen Führern ihrer Gemeinden. Die wichtigsten Werte für Mönche sind von ihrer Rolle abhängig. Beweglichkeit für Tanks sowie Nahkämpfer oder Intelligenz für Heiler. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken. Die Dame werden wir mal vielleicht noch anpassen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier alles? Die Hautfarbe. Wie geht das jetzt hier? Ah ja, hier kann man jetzt einfach durchscrollen. Was nehmen wir denn da mal? Na gut, so groß sind die Unterschiede ja jetzt hier nicht. Bisschen grau. Och, das finde ich ganz hübsch. Dann schauen wir uns mal das Gesicht an. Nein. Nein, auch nicht. Nö. Bisschen was Gefährliches könnte es ja dann schon sein. Also das, was sie eben hatte, fand ich ja eigentlich schon ganz gut. Wo ist denn das? Das hier, ne? Das war das. Ja, das gefällt mir ganz gut. So, dann haben wir die Frisur. Können wir hier noch auswählen? Müssen wir mal ein bisschen drehen. Gott, das ist ja auch witzig. So vielleicht? Mal schauen, was ist denn das hier mit so ganz komischen Dutz da hinten? Och nö, das sieht ja aus, als wenn sie gleich ins Bett will. Das war das, war das vom Anfang? Mal gucken. Nein, das finde ich ja eigentlich ganz witzig hier, ne? Da hat sie hier so zwei Essstäbchen im Haar. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Dann gibt es noch die Haarfarbe. Ach so, das sind jetzt nur hier die Striemen. Grün, blau, lila. Wir machen mal, da war doch eben so, wie wir es hatten, ne? Rot, passend zu den Essstäbchen. Und Ohrringe gibt's noch. Okay, was hat sie denn da? Das ist witzig. Ja, ich glaube, ich nehme das. Okay.
Jo, dann müssen wir der Guten mal einen Namen geben. Da habe ich mir aber schon Gedanken gemacht, sonst hängen wir nämlich hier ewig, bis wir mal einen Namen haben. Ich versuch's einfach mal mit Lingping. Nein, nicht Ü. Ping. Lingping. Mal gucken, ob das so geht. Name nicht verfügbar. Das war ja fast schon klar. Dann Lingping Pong. Ah, Lingping Pong. Auch schade, er macht es aber trotzdem klein. Na gut. Lingping Pong. Und los geht's. Wir betreten einfach mal die Welt und dann schauen wir uns hier mal um. Ladebalken, wie immer. Ich hoffe, das geht jetzt relativ schnell. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt starte. Ihr seid ein Pandaren, geboren und aufgewachsen auf der geheimnisvollen wandernden Insel. Obwohl die meisten eures Volkes zurückgezogen leben, brennt in euch die Lust nach Abenteuer. Die wandernde Insel hat jüngst begonnen, scheinbar ziellos über die Meere zu treiben. Ein Frösteln liegt in der Luft und eure Heimat steuert auf ihren Untergang zu. Als einer der vielversprechendsten Schüler in Meister Shangs Kloster wird es an euch sein, euer Volk zu retten. Aber zuerst müsst ihr eure Ausbildung abschließen. Und da sind wir auch schon im Spiel. Wo bin ich denn? Oh, ich stehe hier voll in dem Kerl drin. Das gibt's ja nicht. Da sind wir. Fein. Super. Jetzt gucken wir erstmal, wie die Karte hier aussieht. Ah, okay. Das machen wir aber trotzdem gleich wieder klein. Ich habe das ganz gerne ein bisschen übersichtlich. Super. Ja, hier ist schon ein bisschen was los, wie man sieht. Normalerweise heißt es ja immer, never play on Patch Day, aber das kann mich nicht zurückhalten. Ich hoffe, hier ist nicht allzu viel los. Und dann schauen wir doch mal, was es jetzt hier schon gibt. Quest entdeckt, viel zu lernen. Quest jetzt anzeigen, mal gucken. Nun, da eure Ausbildung begonnen hat, erhaltet ihr eure erste recht simple Aufgabe. Sprecht mit Meister Chang Xi. Gut, ja. Das klingt einfach, vor allen Dingen, weil der Typ hier gleich hier vorne steht. Was haben wir hier unten? Auf der 1 liegt der Hieb. Ihr schlagt das Ziel, fügt ihm 2 bis 6 Schaden zu und erzeugt 2 Chi. Ja, das wird wahrscheinlich das hier oben sein, ja. Bebende Handfläche tritt. Ach nee, trifft das Ziel mit Lichtgeschwindigkeit, macht es 4 Sekunden lang bewegungsunfähig, stoppt euren Angriff. Was ist das? Kleiner Zuckerrohrstängel. Ah ja, okay, das bringt Beweglichkeit. Schon mal ein bisschen Bufffood. Sonst noch was? Nein. Gut. Dann Meister Chang-Si. Meine Zeit ist bald Gar vorüber, nicht lange doch schnacken, sondern eure anfangen, ne? nähert sich rasch. Und er hat auch schon wieder die nächste Quest. Die Lektion des Eisenasts. Nehmt euch einen Schülerstab und legt ihn an. Oh, das ist fein, da hinten leuchtet nämlich schon. Ja, dann gehen wir hier mal los, ne? Also was mir ja schon richtig gut gefällt, ist die Musik, die finde ich ganz toll. Schülerstab. Ah ja, okay, Moment. Mal kurz im Interface einstellen, wie immer, schnell plündern. So, was? Rechtsklick auf die Schülerwaffe in eurem Inventar, um sie auszurichten. Ach so, okay, Erklärung, wie man eine Tasche öffnet. Mal gucken. Ah ja, anlegen. Oh, das war ja Pipi, ne? Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und dann können wir das schon abgeben. Vergesst Verletzungen, aber vergesst niemals Güte. Die Lektion der Sandfaust. Ich würde gern beobachten, wie ihr euer neues Werkzeug einsetzt, meine junge Schülerin. Das wird mir helfen, darüber zu entscheiden, welcher Grad der Ausbildung euren Talenten am ehesten entspricht. Wir haben dort unten auf dem Ausbildungsgelände eine Menge Übungsziele. Erprobt eure Angriffe an ihnen und kehrt zu mir zurück, sobald ihr ein Gefühl für eure neue Ausrüstung entwickelt habt. Zerstört 5 Übungsziele. Ja, okay. Das wird dann gleich hier unten sein, ne? Oh, die Gegend ist ja wunderschön. Huch.
Bin jetzt hingehüpft. Es ist ein bisschen laggy gerade. Was heißt gerade? Es laggt immer mal so zwischendurch. Wer bist du denn? Lol, Poppen. Aha. So, ja, was soll ich jetzt machen? Übungsziele zerstören. Sind das die? Okay, ich versuch mal. Ah ja, okay. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Na gut, ich muss zuerst etwas anvisieren, wie immer. Ist ja immer mein Problem. Ich muss was anvisieren, ne? Ich habe zu wenig Energie. Ach so, ah ja, hier, okay. Sie ist mit Energie dabei. Na gut. Dann so. Wenn ich so drauf haue. Aha, ja, das dauert mir zu lang. Dann nehmen wir es doch lieber mit der Energie. Der Hieb. So, ich habe 3 von 5. Okay, dann brauche ich noch 2, logischerweise. Nicht genug Energie. Und das hier auch noch. Und dann war es das schon mit 5. Was ist hier mit dem Beben der Handfläche? Aha, blocken. Okay, ja, ich muss mich erstmal hier, ne? Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Aber wir sind schon fertig. Wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Am besten hier lang. Och, ist ja alles neu. Alles neu und aufregend. Wo ihr wandelt, und hier kriege ich auch schon was Schönes. Handgelenke. Okay. Gleich mal anziehen. Die Lektion des unterdrückten Stolzes bezwingt 6 Huo Jin oder Tutsui Schüler. Okay, okay, okay. Sind die auch da unten? Wahrscheinlich, ne? Boah. Aber die Landschaft ist ja toll. Ich hoffe, das kann man im Laufe des Startgebiets noch ein bisschen schöner alles hier sehen, die Umgebung. So, was soll ich machen? Irgendwelche Schüler. Ach, die werden hier drinnen sein. Da, wo der Mob quillt. Jojo. Hier, wo alle am Machen sind. Du, oder was? Ja, ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier tun soll, so richtig. Mit denen macht ja nichts. Ich prügel das mal drauf hier. Wieso habe ich schon wieder zu wenig Energie? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. So probieren. Ah ja, 1 von 6. Was ist denn das hier eigentlich? Der wilde Tiger. Ach so, erhöht aber den Schaden und erhöht die Teammenge. Okay. So eine Grundeinstellung anscheinend. Na gut. Dann kommst du dran. Ich brauche ja nur 6. Ach Gottchen. Och ja, nicht genug Energie, ey. Es ist mein leidiges Thema. Mir fehlt immer irgendwas. So, komm du mal hierher. Dich nehmen wir uns jetzt mal vor. Was war das? Tritt das Ziel mit Lichtgeschwindigkeit, macht es bewegungsunfähig. Gut, probieren wir mal. Pong. Ah ja, okay. Das hat aber verdammt lang Abklingzeit. Ach, und schon wieder der Energie alle. Das ist ja ein Elend. So, das waren 3. Ja, gehen wir wieder hier rüber zu der hier. Und dann hauen wir die auch noch ein bisschen. Okay, das ist jetzt so mehr zum Einstimmen und Üben. Das ist mir schon klar. Ach, ich habe zu wenig Energie. Kann ja gar nicht sein. Das war die Nummer 4. Und dann, du stehst auch schon wieder so praktisch hier. Nee. Und Nummer 5. Also das mit dem Lecken finde ich doof. Das könnte natürlich aber auch daran liegen. Ist klar, hier ist ja ein bisschen mehr los jetzt, ne? Ist ja nicht so, dass ich hier alleine wäre. Jo, komm. Das ist eins drauf. Und ich habe schon wieder kaum Energie. So, 6 von 6. War's das? Jo, das war's. Und abgeben.
Und was kriege ich denn hier schon für die Taille? Och Gott, und schon Stufe 2. Geht ja ratzo-fatzo. Was haben wir denn als nächstes? Die Lektion der brennenden Schriftrolle. Und da sind sie auch schon aufgestiegen neben mir, mein Gott. Entreißt Meister Chang-Xi die Flamme und verbrennt dann das Edikt der Mäßigung. Das nehmen wir mal an. Das werden wir aber auf jeden Fall beim nächsten Mal zeigen, machen, tun, spielen. Und bis dahin sage ich Tschüss.